So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Factorio. Und, ups. Ah, die sollen hier noch ein bisschen ihre Munition verschießen. Wir kümmern uns dann gleich nämlich darum, mal hier ordentlich aufzuräumen. Und wir brauchen mal hier ein Radar. Ah, besser. Weil momentan verschießen wir hier nur unsere normale Munition. So ein bisschen. Was schon wirklich sehr, sehr effektiv ist. Aber für meinen Geschmack nicht effektiv genug. Müssen, wie gesagt, noch die alle Munition ein bisschen wegkriegen. Ah, ein guter ist dabei. Und der geht da schön ins Zentrum rein. Ah, da hat er gut aufgeräumt. In euer Gesicht, jetzt gibt es Ärger. Sind noch angefordert dabei. Kosten nur höllisch viel, da kann man auch mal raushauen. Ach, wie schön. So, und das hätten wir. Dann machen wir nochmal hier einen hin. Da, da, da. Dort. Hier mal in die, sozusagen in die Vororte etwas.
Ach, wie schön. Jetzt hauen die ab. Ich fasse es nicht. Dabei wollte ich doch nur ein ganz kleines bisschen hier rein. Ja, das läuft schon viel angenehmer. Natürlich kommen natürlich auch ziemlich heftige Gegenangriffe, aber hey, das könnte ich den ganzen Tag, glaube ich, machen. Aber so viel Munition davon haben wir nicht. Wie ihr seht, wir sind da schon absolut auf Reserve. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch mal ein paar davon hierher. Als Defensivverteidigung würde das ausreichend sein. Wir kümmern uns jetzt um den Aufbau, würde ich ja sagen. Wir müssen hier nochmal rüber mit den Smart Artillerie. Also ein bisschen was haben wir wieder hier. Aber ob das wirklich ausreichend ist, um das hier alles zu klären? Ich glaube. Wenn ich mir das so angucke, ja, das hintere schießt auch noch ganz gut mit. Na, diesmal kriegen wir es weggeklärt. Mit erschreckender Überzahl kann man es natürlich auch einfach lösen, aber für so einen kleinen Posten hier, den einfach nukular aufgerüstet und dann sollte das auch laufen, würde ich mal so behaupten. So, wir nehmen uns Mauern, Türme ein bisschen Munition. Und dann könnten wir eigentlich schon mal einen guten Verteidigungsposten hier setzen. Wie weit wollen wir hoch? Da hinter Steinfeld, würde ich sagen. Gut, dann bauen wir das erstmal hier so auf. Vielleicht ein bisschen viele Türme mit und ein bisschen wenig Mauern. Aber das sind unwesentliche Kleinigkeiten.
Komm, ladet euch auf. So, noch ein bisschen geradeaus und dann haben wir es ja schon. Warum ich hier eigentlich blaue Ärmchen noch benutze, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es im Zug eingestellt ist. Das wird wahrscheinlich der einzige Grund sein. Mauern und so weiter haben echt gereicht. Es waren nur die Ärmchen, die gefehlt haben. Und die bekomme ich, glaube ich, nicht. Ach, die 42 Munition ändern alles hier um. Fehlen noch Radar. Ja, das tue ich dann einfach von unten, würde ich noch sagen. Dann haben wir ja noch diese Folge geschafft, um die Flanke zu sichern. Wir haben ein paar Quadratmeter mehr an Fläche abgerungen, diesem Planeten. Ja, und wegen diesen hässlichen atomaren Flecken, ja, das betonieren wir einfach irgendwann. Machen wir hübschen Stahlbeton drauf und dann passt das schon. Das sind ja ein paar Greifer. Dann nehmen wir uns mal alle. Noch ein bisschen Munition. Haben wir noch irgendwas? Und dann können wir uns in einer der nächsten Folgen um den Ausbau der Strecke kümmern, nach da oben. Und dann können wir den Verteidigungsposten schön für sich betreiben und wir versorgen das Ding auch mit dem hier mit. Und ja, ich könnte einfach Waterfill hinklatschen, aber nein, ich möchte es nicht machen. Ja. Wie gesagt, ich könnte mich auch immer wieder mit Wasser einfach eingraben und sagen, ach, ihr kommt hier nicht vorbei, hier ist eine Pfütze. Ihr wasserscheuen Insekten. Ging ja gerade etwas sehr schnell.
Gut, Radare wollten wir noch platzieren. Das ist ja ein normaler Schuss. Pieks. Na komm. Ja, ich könnte jetzt hier noch extrem Express oder irgendwas, aber dann kommen die blauen Greifarme irgendwann auch nicht mehr hinterher. Das ist mir aufgefallen. Das ist dann nachher nur noch sinnig, mit Beladern zu arbeiten. Und mal ganz ehrlich, an jeden von denen ein Belader. Nein. Vor allem nichts weiter in jeden 200 ohne Wert. Aber da geht auch echt Munition raus, um so mal ein kleines Bändchen zu befüllen. Irgendwo ist noch eine Atomwaffe drin. Dann kommt's ja auch. Kicher. Oh, schöner Treffer. Gut, sonst ihr habt ein paar Bauroboter. Ich würde euch dann noch eine Lage bis zum hier herstellen. Auch zwei. Ja, dann macht ihm das. Viel Spaß damit. Könnt ihr euch auch noch ein bisschen reparieren. Aber jetzt mittlerweile sollte fast alles aufgefüllt sein. Jupp. Das kann ja keiner angucken. Noch 2000 Magazine da drinnen. Das wird ein paar Minuten reichen, wenn der ordentlich angegriffen wird. Dich mal mit.
das haut immer richtig rein ins Inventar. Ah, sollte passen. So, dann hülsen wir die hier mal wieder zurück. Und ihr seht ja, extrem viel verbraucht. Vielleicht zugeben muss, dass ein paar davon dem geschuldet sind. Dass ich nachgefüttert habe bei der Endstation. Und auf einmal verbrauchen wir 5 GB weniger. Liegt wahrscheinlich am Kupfermangel. Oder am Eisenmangel. In der. Aber wir sind ja dabei. Wir sind stets bemüht, irgendwas zu machen. Ja, in dieser Folge rennen wir nur einmal zurück. Lassen uns voll befüllen und müllen ein bisschen aus, würde ich sagen. Ja. Und tanken mal Rohstoffe auf, dass wir die nächste da oben weiterbauen können. Das war wie, was denn noch mit dieser Aufnahmezeit? Bei der letzten hatte ich sozusagen noch einen Break. Das war jetzt, ein paar Stunden sind jetzt seitdem vergangen gewesen. Und ja. Aber das war's dann erstmal. Vielleicht schaffe ich es nochmal die Woche aufzunehmen, aber ich glaube nicht. Dass das von der Zeit her passt. Leider. Fast wieder zu Hause. Ach ja, wir hatten ja hier von Mangel, ne? Das sollte jetzt passen, das sollte einfach reichen, würde ich mal schätzen. Auch wenn wir vielleicht nicht so viel brauchen, aber hey. Nur die Akkus scheinen auch ausgelastet zu sein. Wir müssen das gleich machen, weil sonst vergesse ich das bis zur nächsten Session. Ich kenne mich ja. Das hört sich irgendwie böse an. Da bin ich ja faktisch gesehen in der Nähe. Ich werde gerade so schön entladen. Wir laufen noch mal kurz hin, bevor sie uns komplett auffressen. Oh Gott, sind die Eisenbänder leer. Kriegt man ja fast schon als Zustände, so leer sind die.
Keine Ahnung, was hier los war. War aber weniger kritisch als befürchtet. Was ja auch nicht schlecht ist. So, Batterien werden mehr hergestellt. Davon werden auch mehr hergestellt. Das hätten wir. Dann nur noch für mich. Wir brauchen. Als nächstes was? Mal kurz hier rein. Wir haben zu wenig Kunststoff. Und diese leichten Leichtbauteile, glaube ich, also nicht. Hier haben wir zu wenig Beil. Alles voll, 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 voll. Leckt mich am Arsch. Deswegen steht unsere Plastikproduktion wirklich hier. Warum mehr? Gott. Aber trotzdem werden wir mehr Plastik benötigen und wir haben ja jetzt Platz hier wieder ein bisschen gewonnen. Wir Plastik herstellen. Kleiner Fun Fact. Ja, das kommt auch noch weg. Wisst ihr, was wir da hier hinstellen werden? Wo dieser Reaktorblock ist? So, das ist kleiner Spoiler. Den hier. Ja, wir leiten dann Kohle von hier nach da. Das Plastik einmal. Das geht hier lang und kommt hier irgendwo hier raus. Auch nach hier, jedenfalls. Hier. Gut. Haben wir doch noch was geschafft übrigens. Was? Gut. Also, Plastik, Leichtbauteile. Leichtbauteile liegt wahrscheinlich am Kupfer, wie ich, oder Plastik. Also mehr Plastik, mehr Ressourcen. Ja. Also Plan für die nächste Aufnahmesession, für den Zukunftszardas hier abgrenzen. Das Kupfer hier anschließen. Das Kupfer anschließen. Und das Eisen ab. Diese drei Flecken hier. Und dann sollte. Und die hier. Also im oberen Bereich Eisen, Kupfer anschließen und dann Röhrchen ziehen und dann sich um Plastik kümmern. Das ist der Plan für die nächsten, für die nächste Aufnahmesession. Diesen. Ja, ich muss zugeben, etwas konfusen Mauerbild. Müssen wir echt mal ein bisschen hinterherklären. Verabschiede mich aus dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!